Was ist das kalt draußen? Meine Güte, aber ist ja auch kein Wunder, denn wir haben Winter und im Winter, da ist es nun mal kalt. Aber ich bin gut gewappnet, ich habe immer was auf dem Kopf und an meinen Füßen habe ich die dicksten Wollsocken, die ihr euch nur vorstellen könnt. So bin ich schon mal äußerlich gerüstet gegen Kälte und auch gegen alles Mögliche. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich denn sonst noch für mich tun? Und da habe ich mir gedacht, mache ich doch mal das, was meine Oma immer gesagt hat. Die gesagt hat, Kind, eine gute Hühnersuppe im Winter, die schützt dich vor Erkältung oder wenn du doch erkältet bist, dann hilft die dir, sehr schnell wieder gesund zu werden. Ja, der Oma widerspricht man ja nicht. Also habe ich mir hier eine sehr gute Hühnersuppe gekocht, wenn ihr die riechen könntet. Das ist ein Duft, der ist hier in der ganzen Küche. Und da ist drin, ja, natürlich Hühnerfleisch. Es hat mir leid getan fürs Huhn, denn ich wollte eigentlich gar kein Fleisch mehr essen. Das muss ich sagen. Ja, aber ich wusste jetzt auch nicht, es gibt keine, jedenfalls mir ist keine bekannt, vegetarische oder vegane Suppe, die so gegen Erkältung hilft wie die Hühnersuppe. Deshalb eben, ja, dann doch die Hühnersuppe. Wissenschaftler der Universität Nebraska haben mal untersucht, ob das denn wirklich stimmt, was Omas und Mütter uns immer so erzählen, dass Hühnersuppe hilft. Und es stimmt. Die haben herausgefunden, dass das Hühnerfleisch in Kombination mit all den leckeren Gemüsen, zum Beispiel Rosenkohl, Blumenkohl, Möhre, Zwiebeln, dass das eine Kombination ist, die das Immunsystem unglaublich stärkt und Viren quasi aus dem Körper austreibt. Darum gleich die Suppe. Und nach der Suppe, mir hat gestern jemand ein Stückchen Kuchen vorbeigebracht. Also gestern waren es noch zwei, heute ist nur noch eins. Und ich sage ehrlich, eigentlich wollte ich abnehmen, denn wie wahrscheinlich jede und jeder weiß, Weihnachten und Silvester ist immer so eine ganz gefährliche Zeit. Da setzt sich einiges ab, ne? Naja gut, da habe ich gedacht, müsste es abnehmen, aber habe ich jetzt verschoben. Heute nochmal der Kuchen und im März, April, Mai kann ich ja immer noch abnehmen. Darum, ich lasse es mir jetzt schmecken, lasst ihr es euch auch schmecken. Tschüss!